ERV. Ja, genau. Das Böse ist immer und immer neu. Ich habe irgendwo so habe ich immer. Ja, genau. Von Thomas Spitzer, nämlich der Schreiber, der genialen Texte. Und der zeichnet auch die Platten- und DVD-Covers und CD-Covers. Das ist gut. Das ist gut. Er ist Grafiker, habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Also er kann das wirklich. Und er hat jetzt eine eigene Ausstellung gemacht und bei der Vernissage gestern war er dabei. So kennt man Thomas Spitzer als Gitarrist und Texter der ERV und als Zeichner ihrer CD-Cover. Gestern Abend präsentierte sich der Steirer aber in Leibniz von einer ganz anderen Seite, als bildender Künstler. Ich habe gesagt, ganz erst, nein, natürlich nicht, das ist nicht mein Ding, aber so jetzt, muss ich sagen, in dieser kleinen Galerie, es kommt zwar wüst, wie ich halt auch in meinem Inneren und getrieben, wie ich bin, aber es gefällt mir. Der ERV-Gitarrist ist eigentlich Diplom-Grafiker und hat schon als Dreijähriger Talent bewiesen, wie diese Kinderzeichnungen zeigen. Man sieht natürlich schon, auch im Strich eines Dreijährigen, durchaus Ansätze eines Talentes. Ist allerdings gar nicht so weit entfernt von den Comic-Figuren der Jetztzeit. Nie wieder! Kunst! 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 Dann wollten natürlich in der Folge die Leute, die sich an also ERV-Fans, die sich an diese Neckomux und an diese unsäglichen Pinguine gemeint haben, eben in Folge auch das sehen. Und meine erste Revolte habe ich ja gemacht bei Frau Ludowitz, wo jetzt entsteht das Album, so wie ich es mir vorstelle, gleich am Anfang, also wie ich das vorgelegt habe, dieses Frau Luder Artwork, also die Firma mal natürlich am ersten Zusammenbruch kriegt hat und dann gleich den Vertrag kündigte. Was ist Kunst? Nach meinem Gefühl ist er der bessere Zeichner, weil die Musik, die ist dazugekommen. Das Hauptthema der Grafiken sind Spitzers zweite Wahlheimat Kenia und der Künstler selbst. Ich habe inzwischen einen Studiotermin und am Konzert kann man sowas nicht machen und also so kam mir Kenia schon zu. Also sehr entgegen. Also das ist dann eher so die ruhigeren Phasen, wenn dann natürlich ein Mädchen dann mit dem typisch afrikanischen seinen Farben der Kangas dann am Strand sitzt. Also das heißt, dass da dominiert dann nicht unbedingt der aggressive Spitzer, wie bei ein paar anderen. Damals war immer eckig, würde ich sagen. Nicht? Das ist sicher keine Anstubenkunst oder so. Nicht? Man muss also, man muss das sicher mögen und ihm auch sagen. Da bin ich unter Umständen meinen Seelenspiegel um 4 in der Früh aufgestellt. Würde ich auch nicht als grandios bezeichnen, wie auch immer, aber also das mache ich nicht mit dem Spiegel. Das mache ich so immer, wie ich mir vorkomme, wie ich mich fühle. Er ist nicht einer, der hingeht und sagt, hallo, hier, ich bin der Texter und ich mache eigentlich die Musik und ich mache die Covers und ich mache das Bühnenbild, das ist er nicht. Was ihm gefällt, ist es gut getroffen. Ich finde, ich habe ihn auch schon oft so gesehen. Also damals hat er auch in Kenia zum Beispiel einige Bilder in den Sand eingegraben, am Strand. Und er hat in 2-3 Jahren wird das wieder ausgraben, schaut was daraus wird. Ich finde, dass ich zwar ein paar Talente habe, ansatzweise, aber kein wirklich großes. Aber darauf etwas zu machen, das teilweise mir Freude macht, vielen anderen auch. Auf der anderen Seite, das Gefährliche, was allen gefällt, kann nicht gut sein, wenn es so gar nicht kommt. Ich glaube, ein Leben ohne Bühne könnte man weniger vorstellen als ein Leben ohne Malerei. Er ist der Strenge, die Dancings, das fürchten sich.